Was ist Kontemplation? Kontemplation hat für mich keinen Inhalt. Es ist keine neue Lehre. Und streng genommen ist Kontemplation auch kein Weg. Wir suchen nichts. Denn suchen folgen wir nur einer bestimmten Vorstellung. Etwas erreichen zu müssen oder etwas verändern zu müssen. Und so führt uns die Suche weg. Kontemplation ist im Grunde dieser Augenblick und nur dieser Augenblick. Und dieser Augenblick ist einzigartig, neu und in seiner Fülle unerschöpflich. Kontemplation in diesem Sinne ist für mich die totale Offenheit, die vollkommene Hingabe für jede Begegnung, für jede Situation, ohne mich zurückzuziehen auf irgendein System, ohne mentale Blockaden, mich auch nicht zurückzuziehen auf mich selbst. Ein französischer Mystiker sprach in diesem Sinne vom Sakrament des Augenblicks. Ein Sakrament im Sinne von, wir leben in Gott, wir bewegen uns in Gott, wir sind in Gott. Wir sind schon da, mittendrin. Aber wir können es nicht erkennen. Wir sind uns dessen nicht wirklich bewusst. Die Praxis wird es zeigen, was Kontemplation ist. Und nur die Praxis.